Millionen Deutsche sind nicht geimpft, die allermeisten von ihnen keine Querdenker, keine Impfgegner. Sie sind einfach hin und her gerissen, haben Zweifel, haben Sorgen, sind einfach bisher nicht überzeugt von der Impfung. So wie er, Joshua Kimmich, Bayern-Star. Er will sich noch nicht impfen lassen. Und jetzt regt sich der eine Teil Deutschlands über ihn auf. Findet Kimmich heuchlerisch, auch weil er Teil dieser Kampagne war. We kick Corona. Hier Kimmich zum Beispiel bei einem Krankenhausbesuch zusammen mit Leon Goretzka. Kimmich, über ihn diskutiert man jetzt, auch in der Bundesregierung. Das sagt zum Beispiel Regierungssprecher Steffen Seibert jetzt zu dem Fall. Ich habe zu diesen Äußerungen von Joshua Kimmich das gesagt, was ich für die Bundesregierung zu sagen habe. Wir alle oder viele von uns kennen sein Corona-Engagement, schätzen es auch. Insofern hat er eine durchaus überraschende Aussage gemacht. Und ich habe hier nun dargelegt, dass es viele gute Informationen auch für jeden zugänglich gibt, die etwaige Fragen, etwaige Zweifel, die ja jeder haben kann, beantworten. Und da ist sicherlich ein Fußballnationalspieler erstmal nicht anders als jeder von uns, weil es eine sehr persönliche Entscheidung ist, sich impfen zu lassen. Gleichwohl gibt es Antworten auf die Fragen, die er ganz offensichtlich hat, und liegen Erkenntnisse vor, und die, hoffe ich, werden bei ihm noch einmal eine gewisse Wirkung entfalten. Zeigt ein bisschen Unverständnis der Regierungssprecher, ein bisschen Hilflosigkeit aber auch. Und vor allen Dingen im Netz gibt es reichlich Aufregung über Kimmich. Das ist aber der eine Teil Deutschlands. Der andere findet das richtig gut, dass Kimmich sich jetzt geoutet hat, dass er ganz offen sagt, welche Impfzweifel er hat, so wie eben noch Hunderttausende andere Deutsche. Und wir bei Bild wollen Ihnen erstmal die Fakten hier auf den Tisch legen und Ihnen zeigen, wie überhaupt der aktuelle Stand beim Impfen gerade ist. Also aktuell sind 55,1 Millionen Deutsche vollständig geimpft, ungefähr 66%, also knapp 2/3 von uns allen. Und dann ist ja die entscheidende Frage, wie viele sogenannte Impfdurchbrüche gibt es? Also wie viele Menschen erkranken an Corona, obwohl sie geimpft sind? Aktuell davon knapp 100.000, sagt das Robert-Koch-Institut. Das sind die Zahlen, die wir eben bekommen. Und auf den Intensivstationen waren 12% aller Menschen, die dort zwischen 18 und 59 Jahre alt Jahren gelandet sind, die waren geimpft. Also ungefähr ja, jeder Achte, der auf der Intensivstation liegt, liegt da aktuell auch, obwohl er geimpft ist. Und bei den über 60-Jährigen sind die Zahlen dann ein bisschen höher. Möglicherweise auch, das thematisieren wir gleich, weil die Impfung schon ein bisschen länger zurückliegt. Fliegen wir noch mal durch andere wichtige Zahlen rund um die Corona-Impfung durch. Aktuell sind ja 1.686 Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Wir haben noch tausende Betten frei. Also es wird wieder etwas knapper. Die Situation wird wieder angespannter in den Krankenhäusern, aber noch nicht besorgniserregend. Das ist aktuell das, was das Robert-Koch-Institut und vor allen Dingen das DIVI, das Zentralregister der Intensivmediziner, dazu sagt. Außerdem schauen wir drauf auf die Impfeffektivität, also wann lässt der Schutz der Impfung möglicherweise nach. Man sagt, es schützt vor Hospitalisierung, also davor, dass man im Krankenhaus landet, ungefähr 90%, so hoch der Schutz bei allen unter 60. Also man kann relativ sicher sein, dass man mit einer Impfung eben nicht im Krankenhaus landet, vor Intensivstationen sogar mit 94% und vor Tod mit 98%. Also diese Zahlen zeigen die Wirksamkeit der Corona-Impfung. Und jetzt die Empfehlung der STIKO, der Ständigen Impfkommission. Wann soll man eigentlich auffrischen? Also wann sollte man sich so eine sogenannte Booster-Impfung, die Drittimpfung eigentlich holen? Und da empfiehlt die STIKO, dass derzeit für Menschen über 70 Jahre, für Bewohner von Pflegeheimen, für Mitarbeiter in diesen Einrichtungen, in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, also die, die an der Corona-Front arbeiten, und das, wenn die zweite Impfung eben 6 Monate oder länger zurückliegt, dann, die STIKO sagt, dann bitte eine Boosterimpfung. Und wir wollen jetzt mit dem Hygieneprofessor Klaus-Dieter Zastrow über die großen Impfsorgen sprechen, die viele Menschen ja plagen. Allen voran, Kimmich, schön, dass Sie hier bei uns sind. Guten Morgen. Herzlichen guten Morgen. Guten Morgen. Kimmich hatte gesagt, er setzt auf einen Totimpfstoff. Er möchte darauf warten. Wie unterscheidet sich dieser Impfstoff denn von anderen Impfstoffen?
Ja, da bin ich etwas verblüfft, denn es ist ja ein Totimpfstoff, den wir da haben. Also zwischen Lebendimpfstoff oder abgeschwächten Lebendimpfstoffen und Totimpfstoffen ist ja der Unterschied, dass wir zum Beispiel entweder lebende Viren impfen, die sind also im Impfstoff drin, oder abgeschwächte Lebenderreger, die durch eine entsprechende Behandlung nicht wirklich ein volles Krankheitsbild ausbilden können. Das war früher bei den Pocken so, das haben wir bei der Tuberkulose so gehabt. Das waren auch die meisten Impfschadensfälle. Aber hier handelt es sich um einen Totimpfstoff. Hier sind gar keine lebenden Viren drin und auch nicht abgeschwächt lebende. Also da liegt er leider oder glücklicherweise völlig daneben. Ja. Und an sich haben die Bayern ja eine hervorragende medizinische Abteilung. Ich denke, da gibt es auch jemanden, der das weiß. Das macht das ja nicht leichter. Der wird genau das ja gemacht haben. Der wird mit seinen Ärzten da vermutlich täglich drüber gesprochen haben. Der hat viel gelesen. Das zeigt ja auch, dass er sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dass er eben nicht einfach pauschal sagt, ich bin total gegen die Impfung, sondern dass er das für sich reflektiert hat und das sagt, ich habe da einfach Zweifel, ich bin skeptisch. Und jetzt die schwierige Aufgabe und offenbar der Regierungssprecher weiß auch nicht mehr richtig weiter, die Regierung weiß auch nicht mehr richtig weiter, wie kriegt man ihn jetzt an die Impfnadel? Sie werden solche Fälle auch kennen von Leuten, die keine Corona-Leugner, keine totalen Impfgegner sind und die trotzdem diese Zweifel in sich tragen. Also, wenn es mit diesen Fakten, die wir jetzt auf den Tisch gelegt haben, auch noch nicht langt, wie macht man es jetzt? Wie kriegt man den Kimmich an die Impfnadel? Naja, also man müsste ihn sicherlich noch mal genauer aufklären und sich mit ihm unterhalten. Zum Beispiel, was ist jetzt Totimpfstoff und was lebt? Die Sorge ist ja durchaus berechtigt, aber eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt lange nicht mehr, denn wir wissen, es ist kein Lebendimpfstoff. Es ist also von diesem Impfstoff geht keine Gefahr aus. Bei dem Lebendimpfstoff oder abgeschwächten Leben, da schwebt immer im Hintergrund, vielleicht erkranke ich jetzt auch. Also daran, das kann hier aber überhaupt gar nicht passieren. Also das müssten die noch mal wirklich gut besprechen mit ihm, damit er das auch versteht aus der Ecke. Machen Sie es doch selbst. Sie bieten Gespräche an für Joshua Kimmich? Ja, mach ich gerne. Ja, und wenn er zuschaut, dann hat er es schon. Ja, aber Sicherheit, die wir an der Stelle haben, die haben wir. Die sagten eben gerade, ob ich ja auch Leute kenne, die sich nicht impfen lassen wollen. Also die meisten, die sagen immer, ja, ich will noch mal abwarten. Und die sagen mir auch, ich bin gegen alles andere geimpft. Aber das ist ja ein ganz neuer Impfstoff. Mhm. Den gibt es ja noch nicht mal ein Dreivierteljahr. Dagegen kann man tatsächlich wenig sagen. Man kann eigentlich nur sagen, er ist zugelassen. Jetzt kann man sagen, auch da hat es ja schon Arzneimittelprobleme mal irgendwo gegeben. Dass das bei der Zulassung auch nicht, auch schief gegangen ist. Aber man muss eben immer sehen, und das war ja, wenn Sie an die Zeit denken, bevor wir den Impfstoff hatten, ja, da lechzte jeder nach dem Impfstoff und auf der anderen Seite standen die Bilder von Bergamo. Ja? Also jeder hat gesagt, her mit dem Impfstoff, egal ob das Sputnik oder sonst wie ist. Ich will einfach nicht auf der Intensivstation landen. Und diese Einstellung ist eigentlich auch richtig, denn man weiß nie, wie stark der Verlauf ist bei so einer Corona-Erkrankung. Und wir haben auch bisher auch immer gesagt, die jungen Leute erwischt es dann auch vielleicht noch ein bisschen stärker. Also es ging immer hin und her. Man fragt sich aber jetzt trotzdem, wie stark schützt mich die Impfung noch? Man hat immer gedacht, ach, dann kriege ich den Peaks und dann ist das Thema jetzt vom Tisch. Und jetzt sehen wir, es gibt eben jetzt auch viele zunehmend Erkrankte, die trotzdem geimpft sind. Daher kommt, glaube ich, auch viel Verunsicherung bei den Menschen, die sich fragen, Moment, ich bin geimpft, also damit müsste ich doch jetzt auf der sicheren Seite sein. Ja. Das heißt, wer braucht den dritten Peaks? Wie sicher bin ich überhaupt mit der Impfung? Also sinnvoll wäre jetzt natürlich, also erstmal nochmal, 55 Millionen Leute, hatten Sie ja schon vorhin gezeigt, sind geimpft und jetzt haben wir 100.000 Impfdurchbrüche. Ja? Also die muss man jetzt mal genau untersuchen, was ist denn da los? Also Impfdurchbrüche beziehungsweise wir nennen das auch Impfversager. Mhm. Ja, dass sie sagen, das klingt böse, man kann halt nichts dazu, ne? Ist ungerecht. Ja. Die bilden eben keine Antikörper, das gibt es bei allen Impfungen. Ja? Und zwar nicht so häufig, aber auch hier 100.000 klingt natürlich viel, aber im,
in der Korrelation zu 55 Millionen ist es eben nicht viel. Gehen Sie bei solchen Fällen auch davon aus, dass möglicherweise bei der Impfung was schief lief? Also wir haben ja jetzt Millionen Deutsche halt einfach geimpft. Die Wahrscheinlichkeit, dass da mal zu wenig Impfstoff in der Spritze war oder vielleicht doch nur irgendwie eine salzige Flüssigkeit, wie wir es ja auch von einzelnen Fällen gehört haben, oder dass es einfach nicht richtig reingespritzt wurde? Ja, also das war immer mein erster Gedanke, als ich davon hörte, dass da diese Erkrankungen trotz der Impfung waren. Und das zählt auch dazu. Also im Bereich, ich sage jetzt mal, der Lehre über die Impfung wird auch immer gesagt, wenn du Impfschäden hast bzw. Komplikationen, erstmal überprüfen, sind die normalen Bedingungen eingehalten werden, zum Beispiel worden. Bei diesem Impfstoff hieß es ja am Anfang, und das ist auch nicht, ist ein bisschen entschärft worden, die Kühlkette muss stimmen. Ne? Da war von minus 40 Grad, dann waren es nachher nur noch 20 und so weiter. Aber also auf sowas muss man achten. Dann sage ich mal, wir haben ja dann deutschlandweit diese Impfzentren aus dem Boden gestampft und ich kann mich auch erinnern, dass wir händeringend Leute gesucht haben, die das machen. Jetzt, da will ich niemandem zu nahe treten, ob das immer so wirklich lege artis durchgeführt worden ist. Ehrenamtliche Helfer, es ist ja klar, dass die nicht alle komplett angelernt waren. Genau. Das heißt, auch da könnte einiges schiefgelaufen sein. Auch da es könnte diese etwas zunehmende Zahl der Impfdurchbrüche teilweise zumindest erklären. Und das muss man aufarbeiten. Da muss man jetzt wirklich mal gucken, das ist ja kein Problem, nachzugucken, ob da wirklich immer alles gestimmt hat. Das wäre ja sehr hilfreich, wenn man weiß, das sind ganz andere Fehler gewesen. Da wären wir ja glücklich.